Herzlich willkommen zur Schlagzeilenrevue. Mappe, was haben wir die Woche? Unerschrockene Kinder, die Kommunisten in der ÖVP und ärztliche Schweigepflicht. Klingt interessant. Was war los bei Schwarz-Blau die Woche? Du kannst dich erinnern, in der letzten Woche haben wir ja gelernt, es gibt die linke ÖVP und die rechte ÖVP. Die Tiroler vor allem, gell? Ja, genau, linke ÖVP. Der Karas hat diese Woche die Familienbeihilfenkampagne der FPÖ als widerwärtig deklariert. Du weißt das, wo sie damit geworben haben. So, ja? Was ist das jetzt? Ist der ein Kommunist in der ÖVP? So, wenn man das anschaut, ist er schon off the charge links. Das glaube ich auch. Was versuchst du aus den Wochen? Ich glaube, wir könnten jetzt eine Ahnung haben, warum der Hofer auf der Autobahn so schnell fahren will. Warum? Naja, sein Vorbild ist der Helmi. Der hat auch immer einen Sturz im Auf. Das ist ein alter Raser, ja, stimmt. Schon, gell? Es ist der Vizeverkehrsminister dann. Der Geheime. Der Geheime. Besser als irgendeine Burschenschaft da allemal. Das ist richtig. Was hat es noch hier in die Woche? Die Randy Wagner. Frau Doktor. Frau Doktor, genau. Hat eine Stunde mit dem Vizekanzler HC Strache verbracht. Sprechstunde? Das ist Consulting, nicht, ärztlicher? Das ist alles nicht überliefert, was die ärztliche Schweigepflicht ist. Ah ja, stimmt. So. Aber eins, falls es kein ärztliches Gespräch war, ist auch klar. Was? Politik mit ihm kann sie anscheinend nur in homöopathischen Dosen machen. Was hat die heute in dieser Woche über den Trump berichtet? Naja, die Woche ist ja Halloween. Ja. Und das ist zwar in Österreich auch schon ein Ding geworden, aber in Amerika ist es natürlich völlig mega. Deswegen ist ja der Trump Präsident. Unter anderem, glaube ich. Aber es ist echt lustig, dass du es erwähnst. Okay. Der Trump hat ja wieder traditionell Kinder eingeladen ins Weiße Haus. Okay. Wie es alle Präsidenten machen. Und auch dieses Jahr, und das Erstaunliche ist, keins der Kinder hat sich erschrocken, als sie Trump gesehen haben. Wieso? Ja, obwohl er war wirklich gut verkleidet. Was hat gruselig. Was hat er angehabt? Er war verkleidet als Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten. Schrecklich! Ja. Da sieht man, was rauskommt, wenn die Kinder nur Fox News schauen. Ja, abgestumpft bis zum Letzten. Ja. Aber der Trump hat diese Woche noch mehr getan für die Kinder. Was denn? In den USA ist es ja so, wenn du einreist, kriegst du dein Kind, ist das Kind automatisch Amerikaner. Genau. Passt. Nimmer lang. Aha. Der Trump will das abschaffen. Okay. Der will dann die ganzen Mexikaner nicht da überbluten und lauter Amerikaner werfen. Mhm. Was soll man da jetzt drauf sagen? Trump halt. Apropos Mexikaner. Ja. Genau, danke. Die Mauer. Sein Lieblingsthema. Genau. Die hat mir schon gefällt. Ja, mir auch. Jetzt hat er verkündet, er hat endlich die Mauer gebaut. 3 Kilometer in Kalifornien sind fertig. Stolze 10 Meter hoch. Weißt du zufällig, wie lang die Gesamtgrenze zwischen USA und Mexiko ist? Ja. Ja. Er hat sie knapp fertiggestellt, die Mauer. Es fehlen nur noch 3141 Kilometer. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Stimmt. Und was hast du gelernt die Woche? Ja, ich habe die Woche gelernt, dass die Briten scheinbar doch nicht so humorvoll sind, wie ich mir gedacht habe. Wie kommst du zu der Erkenntnis? Naja, auf Amazon gibt es jetzt für Halloween und für den Fasching ein Schiedsrichterkostüm. Mhm. Und du als alter Fußballfan und Fußballer, kennst du dich da ja aus mit den Schiris, oder? Ja, klar. Du kennst da alle Beschimpfungen. Das darf ich, glaube ich, jetzt nicht wiederholen, aber das ist ja deine Erkenntnis. Theoretisch zumindest, theoretisch, oder? Ja, ja. Du kennst sie. Gut. Danke. Was die anderen alle sagen. Ja, andere. Und jetzt gibt es halt auf Amazon Accessoires für das Schiri-Kostüm. Mhm. Eine Blindenbrille und einen Blindenstock. Okay. Das ist gut. Die britischen Blinden finden das nicht witzig. Nein. Ja, und ich verstehe es einfach nicht. Na ja, nicht. Was hast du gelernt die Woche?
zufällig was Gleiches. Ja. Okay. Da gibt es in Österreich einen blinden Mann, der fotografiert Züge. Habe ich gelesen, ja. Und da hat mich gefragt, du siehst das ja nicht, wie machst du denn das? Und ich sage, na, ich drucke halt 3-4 Mal ab, eins passt immer. Ja? Ja. Ich glaube, das machen alle Fotografen so. Das glaube ich auch. Aber die Erkenntnis, okay, der brauchst Hintergrundwissen. Okay, wir recherchieren immer. Ja. Und was hast du gelernt? Der Mann, ja, kommentiert die Spiele des Sportclubs als Blinder. Du meinst, dieser blinde Fußballkommentator? Richtig. Da sollen Sie die Schiri so ein Beispiel nehmen. Und meine Erkenntnis daraus, ja, bei uns ist die Inklusion weiter fortgeschritten als in Großbritannien. Ja, B-Million Brexit? Nein. Kein Wunder. Mit dieser erfreulichen, inklusiven Nachricht bedanken wir uns bei unseren Zusehern, damit Sie die Woche wieder eingeschaltet habt. Genau. Liebe Okto-Zuschauer, wir sehen uns... Ich weiß es diesmal, Montag, 20 Uhr. Bravo, Martin. Für das habe ich jetzt im Internet mindestens ein Like verdient. Danke. Wir sehen uns nächste Woche wieder Montag, 20 Uhr. Bis dahin auf Okto. Baba. Ciao. Und unsere Internetkinder, und denen verabschieden wir uns jetzt auch, und euch verraten jetzt exklusiv, der Assistent, der hinter Technik steht, wie immer gleich abschalten, so damit wir uns von euch nicht verabschieden können. Aber manchmal dürfen wir uns durchsetzen und weiterreden. Ja, manchmal. Wir haben echt so ein Glück mit unseren Assistenten. Ja. In diesem Sinne, von euch würden wir uns wünschen, kommentieren, liken und teilen. Teilen, das ist ganz wichtig. Ich hab's geschafft. Super. Also, ihr könnt uns teilen, scheren, lieben, was immer. Genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Sonntag, 18 Uhr, auf euren gewohnten Kanälen. Bis dahin. Ciao.